Das muss man einmal zusammenbringen, liebe Zuschauer. Der Haberfeldtreiber, den haben wir gerade, der Haberfeldtreiber, so glaube ich, sagt man in Bayern, den haben wir gerade gehört, ein Klassiker aus dem Hause Troglau. Und seid ganz ehrlich, ich freue mich, dass ihr da seid, geht da euch schon manchmal auf die Nerven, wenn man in 15 Jahren erfolgreich spielt? Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, geht überhaupt nicht auf die Nerven, ist immer nur ein ganz beliebter Song bei uns. Wir spielen den gern und er geht bei den Live-Konzerten auch immer ab ohne Ende. Wir spielen ja ungefähr 100 Mal im Jahr und die Leute wollen das hören und wir wollen ihn auch spielen und da schwappt die Stimmung über. Ja, klar. Dommel und der Mike sind heute zu Gast und sie haben nicht mit leeren Händen kommen dürfen, sondern sie haben was Tolles mitgebracht. Erstens das neue Album, das Jubiläumsalbum und dazu passend Friede, Freude, Flaschenbier mit V. eure Jubiläumsedition Rotbier. Erklär uns kurz, ich glaube, das hat mit 15 Jahren Troglau auch was zu tun. Damit. Genau, genau. Das ist quasi unser Geburtstagsgeschenk, was wir uns zum 15-Jährigen, was wir dieses Jahr werden, auch gemacht haben. Also es ist einmal natürlich, die CD ist rot und wir haben gesagt, wir brauen ein Rotbier. Zusammen mit unserer Meiselbrauerei haben wir das gemacht. Und dann haben wir auch gesagt, 15 Jahre alt sind wir geworden. Dann machen wir 15 verschiedene Malzsorten sind verbraut worden. Und wir haben tatsächlich mit Hand angelegt beim Brauen. Also wir haben Malz geschrotet, Bier eingemeischt. Ja, er hat angeschafft und wir haben alles Zeit dagegen getroffen. Okay, stimmt, stimmt leider. Aber 15 scheint eine magische Zahl zu sein. 15 Jahre Troglauer, 15 verschiedene Malzsorten und 15 brandneue Titel auf dem Album. Ich kann mich erinnern, bei unserem letzten Interview haben wir über die Gründung der Troglauer gesprochen. An dem Tag, wo ihr gegründet worden seid, da habt ihr noch nicht 15 Jahre vorausgedacht, oder? Ja, nicht mal 15 Stunden eigentlich, sondern eher 4 Stunden. Danach war das dann vorbei und wir haben nach dem Konzert gedacht, Mensch, das war echt ein schöner Abend und ja, das war's. Und Troglauer, das... Die Geschichte ist geschrieben. Es war tatsächlich nur für einen Auftritt geplant. Ihr kannt sie alle aus anderen musikalischen Ecken auch, oder? Eigentlich waren wir alle Rocker und haben für einen Auftritt die Heavy-Volksmusik gemacht. Und dann, dass das mal 15 Jahre dauert, hätte keiner von uns geglaubt. Und was man sagen muss, ihr seid ja quasi auf einem Level gestartet, der sich dann ständig nach oben entwickelt hat. Mittlerweile gehört sie ja zu den Großen der Szene und ihr füllt nach wie vor Hallen. Ich kann sie ja sagen. Das, danke, danke. Da müsst ihr sie eben selber sagen. nach 15 Jahren hat man schon vielleicht so ein Gefühl, in welche Richtung könnte die Reise gehen. Ihr seid 6 Männer, die ganz genau wissen, was sie wollen. Und ich glaube, ihr habt auch von der Industrie, wenn man das so sagen will, nie was reinreden lassen, sondern ihr seid euren Weg gegangen. Bereut man das manchmal? Ganz und gar nicht. Also wir haben das große Glück gehabt, dass wir uns tatsächlich nie was reinreden haben lassen. Wir haben immer unser Ding gemacht, haben gesagt, die Heavy-Volksmusik, das ist das, was die Troglauer machen wollen. Und es gehört schon einmal Glück dazu. Also wir haben immer Plattenfirmen gehabt, die gesagt haben, macht's das, das passt so, wie ihr das macht. Und die haben uns da relativ freien Lauf gelassen, was uns natürlich riesen Spaß gemacht hat. Und scheinbar nach 15 Jahren kann man sagen, es hat funktioniert, die Leute gefällt's und uns gefällt's auch nach wie vor. Von daher passt's. Der Song, den wir jetzt gleich hören, das ist der Rasenmäher. Und ich kann mich erinnern, das ist ja nicht auch nur ein Hit von euch, sondern der hat damals diesen neu erfundenen Musikantenstadel eröffnet als Eröffnungssong. War das für euch damals wahrscheinlich auch eine große Ehre, oder? Ja, das war schon Wahnsinn. Also das ist ja, den Musikantenstadel kennt ja so jeder. Und wenn es dann heißt, okay, es gibt jetzt eine neue Show und da wird jetzt dann live gespielt, komplett. Und ihr übrigens seid die Ersten. Da waren wir schon extrem nervös, weil wir gedacht haben, okay, hoffentlich klappt das alles. Aber war eine gute Show. Also hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. War große Ehre für uns. War sau spannend. Also wir hätten es nicht gedacht, dass es technisch so funktioniert. Wir haben, glaube ich, 5 Minuten für einen Umbau gehabt. Es war vorher noch Francine Chaudet auf der Bühne, hat Moderation gemacht. Dann ging die weg, die Kamera schwenken weg, alles ganz schnell rauf, ganz schnell verkabeln. Es ist live. Also da kann so viel passieren dann. Und es hat wirklich alles funktioniert. Also das war Granate und dann da live vor dem Riesenpublikum und zu musizieren, das war
Genial, war super. Schön. War ein großer Fernsehmoment und mehrere Fernsehmomente haben wir heute mit den Droglauern gemeinsam. Friede, Freude, Volksmusik, so heißt das neue Album. 15 mega coole Titel sind drauf und natürlich nur also 2-3 Specials, denn ein richtiger Droglauer-Fan kann sich vom Rasenmäher und vom Hauberfeldtreiber nicht satt hören. Rasenmäher Edition 2017, glaube ich, hören wir jetzt. Ich und mein Rasenmäher sind die Besten. Wir reiten durch den Garten wie im Wilden Westen und kommt der Sheriff daher und will mein Tüfferkippen sehen. Tipp ich kurz aufs Gas und lassen stehen. Geht's um mein Rasenmäher, bin ich eitel. Von meiner Sicherheit Schuhe bis nach zum Scheitel. Ich hab den heißesten Ofen und der Jäger was genau. Den bestgepflegten Rasen im Troglau. Ihr seht schon, auch die junge Volksmusik, die Heavy-Volksmusik ist besonders diszipliniert, weil wir haben noch kein einziges dieser Biere aufgemacht, sondern wir reden nur darüber, wie man es trinkt. Zu diesem Thema gleich. Ihr seid zu sechst unterwegs das ganze Jahr. Viele von euch sind natürlich jetzt auch schon familiär gebunden. Ist nicht immer alles Gold, was glänzt? Gibt es auch Zeiten, wo man sich denkt, ein bisschen weniger wäre auch nicht schlecht? Da redest du jetzt. Ja, dafür hat man ja wieder irgendwelche Ruhephasen im Lauf des Jahres, wo man dann wieder Zeit hat, wo einer, der, ich nenne es immer so, normal arbeiten geht, dann irgendwie keine Zeit hat. Dafür darf ich mit meinem Kind mal zum Zahnarzt oder zum Fußballtraining, wo andere keine Zeit haben. Also das gibt gute Seiten, gibt auch Zeiten, wo man sich denkt, Mensch, jetzt an dem Geburtstag kann ich leider nicht hin, weil ich muss wieder spielen. Ja. Aber so, wir haben das große Glück, dass wir uns immer noch gut verstehen alle miteinander und recht viel Spaß haben miteinander. Also hält man das schon gut aus. 2019 ist für euch nicht zuletzt aufgrund des Jubiläums ein entscheidendes Jahr, aber ich glaube, das Jubiläumsfest, in diesem Falle euer Open Air, eure große Sause, die ist dann am 15-jährigen Jubiläumsjahr natürlich schon was ganz was Besonderes. Ganz genau. Wir haben eine Riesenparty geplant, ein großes Troglauer Open Air am 27. Juli, jetzt schon mal vormerken. Jo. Das ist in unserer Heimatstadt Chemnat, gleich neben Troglau. Und da gibt es einen historischen Stadtplatz, super Ambiente und da haben wir wieder große Open Air Bühne, laden ein paar Friends mit ein und da gibt es einen sehr schönen Abend. Zum Kreativen, wenn man 15 Titel aus dem Hut zaubert sozusagen und versucht, mit denen auch wieder an große Erfolge anzuknüpfen, wie läuft der kreative Schreibprozess bei euch ab? Kannst du das also ein bisschen beschreiben? Bei 6 Personen immer ganz schwierig, ja, wenn da jeder seine Ideen mit einwirft. Wir haben ein paar Songwriter, die auch mitarbeiten, die Vorschläge bringen, wo wir dann miteinander ausarbeiten. Aber man soll es nicht glauben, wir kommen doch dann irgendwann auf einen Nenner. Wir haben das große Glück jetzt, dass wir uns auch ein eigenes Tonstudio eingerichtet haben in Troglau. Und da können wir jetzt drum basteln und dann ist es schon ein langer Prozess, aber irgendwann muss ich sagen, so, jetzt müssen wir endlich einmal zum Punkt kommen. Dann muss einer entscheiden oder zwei und dann ist das Lied irgendwann fertig. Wenn man bei euch so ein bisschen in den Terminkalender reinschaut, auch jetzt dieses Interview ist zwischen Live-Gigs und zwischen großen Konzerten und da werden natürlich wahrscheinlich auch schon neue Nummern angetestet. Entwickelt sich schon sowas wie ein Trend, was ein neuer Rasenmäher, ein neuer Hauberfeldtreiber auf diesem Album sein oder werden könnte? Haben wir schon? Ja, Trend. Es gibt zwei Lieder, die sich so ein bisschen nach vorne schieben. Das eine ist Daheim ist das, was zählt. Gibt es ja schon ein Video. Und ich denke, der Hit von uns für den Sommer wird Tag am Meer sein. Tag am Meer klingt ja nach der Sehnsucht nach etwas, was man nicht alle Tage hat. Gerade in Bayern ist das Meer doch ein paar Minuten entfernt. Worum geht es im Tag am Meer? Ja, also wer mich ein bisschen kennt, der weiß, wenn die Trogler mal 2 Tage nicht spielen, dann ist er weg, der Dommel, am Meer irgendwo. Von daher geht es ein bisschen um diese Geschichte. Eigentlich um früher, wo man mit Freunden am Strand unterwegs war und diese Erinnerung zurück und dass man sowas mal wieder gern machen tät. Und so ein bisschen das Träumen, Strand, Zelt, Meer, das ist es. Welches Meer wäre es denn, was dich jetzt besonders reizen würde gerade heute? Das ist mir eigentlich egal, Hauptsache Meer. Aber ich bin natürlich, gebe es zu, sehr gerne in Asien unterwegs und da sind meine Strände. Gibt es einen kleinen musikalischen, asiatischen Beitrag im Tag? Nein, so weit sind wir nicht gegangen. Also es ist ein Meer, so wie wir uns das vorstellen. Und ich denke, ihr werdet nicht viel Zeit haben, in diesem Sommer die Weltmeere zu genießen. Wann geht es zum nächsten Mal auf Urlaub? Oh,
Im Winter. Ja, jetzt im Sommer natürlich. Wir machen so 100 Auftritte im Jahr. Und da bist du natürlich im Sommer ständig unterwegs. Für mehr ist da wenig Zeit, aber im Winter wird es hoffentlich wieder ein bisschen ruhiger. Und da hat man dann schon mal eine Woche Zeit, wo wir uns abseilen können. Vielleicht, wenn wir jetzt eh schon über den Winter reden, das Jahr nach dem Jubiläum ist ja meistens dann dieses Jahr, in dem man ganz besonders gespannt ist, was als nächstes passiert. Eure Zukunftspläne, was haben die Droglauer noch auf ihrer To-Do-List für die nächsten Jahre? Gibt es irgendetwas, was ihr noch unbedingt erreichen wollt, oder unterschreibt es, wenn es gerade so weitergeht, die nächsten 15 Jahre? Das unterschreibt man sofort, wenn es so weitergeht. Also unser großes Glück ist ja, dass wir niemals was geplant haben, sondern es ist passiert. Und von dem her, wenn das alles die nächsten Jahre so weitergeht, wie es jetzt läuft, sind wir die glücklichsten Menschen, die es gibt. Also kann ich voll und ganz unterstreichen. Und wir haben jetzt in diesem Jahr schon so viele Geschenke zum 15. gekriegt. Wir sind, das muss ich noch nicht erzählen, wir sind jetzt mit PUR, gehen wir auf Tour. Wow. Also dürfen zusammen mit PUR ein paar Konzerte spielen. Das ist für uns natürlich ein Mega-Ding. Wir haben unsere neue CD heuer, wir haben unser Bier. Es passiert jetzt in diesem Jahr so viel. Also wenn es so weitergeht, dann nichts dagegen, alles gut. Du, dafür wünschen wir euch alles Gute. Spätestens, dass wieder vorbeischaut nach der nächsten Goldverleihung oder mit dem nächsten Album oder dem nächsten frisch gebrauten Bier, vielleicht dann mit 16 Malzsorten. Meine Herren, wir sind froh, dass wir euch haben. Ihr belebt die Heavy Volksmusik und ich wünsche mir für euch, dass das die nächsten 15 Jahre wieder so weitergeht. Ja, vielen Dank. Wir sagen Dankeschön, dass wir da sein durften und auf bald. Wir verbringen jetzt gemeinsam mit den Droglauern zum Abschied einen Tag am Meer. Prost. An diesen Sommer, der für immer hält, für immer hält. Es waren nur ein paar Tage, doch für uns da war's die Welt, Welt, Welt. Der Sommer, der für immer hält, dieser Urlaub am Strand nur mit dem Zelt. Es war der Sommer, der für immer hält, es waren nur ein paar Tage, doch für uns da war's die Welt, Welt.